Jeden Tag hören wir von irgendeiner Art von Industrie- und Wirtschaftsspionage, von der jedes Unternehmen betroffen werden kann. Denn das Wissen über die anderen bedeutet Macht. Und jeder Soldat lernt beim Thema Spähtrupp, dass der halbe Erfolg schon davon abhängig sein kann, wie viel ich vom Gegenüber weiß. Wie stark ist er und wo sind seine Sicherungen, seine Feldposten, das Maschinengewehr, die Panzerabwehr und so weiter und so weiter. Aber was im Kleinen praktiziert wird, gilt auch für das Große, Ganze. Und deshalb, man nennt es Spionage und erhält jedes Land einen militärischen Geheimdienst. In Deutschland war dafür zuständig vor und während des Zweiten Weltkrieges das Amt Auslandabwehr im Oberkommando der Wehrmacht, kurz OKW, unter dem Admiral Wilhelm Canaris, zumindest für die überwiegende Dauer des Krieges. Die Bezeichnung Abwehr war darauf zurückzuführen, dass bei der Schaffung der Reichswehr nach dem Ersten Weltkrieg im Reichskriegsministerium die für den Nachrichtendienst zuständige Abteilung die Abwehrabteilung bezeichnet wurde. Und tatsächlich lag der Schwerpunkt der Aufgaben der Abteilung zunächst in der Abschirmung der im Werden begriffenen Reichswehr gegen die feindlichen Nachrichtendienste. Der Name hatte also durchaus seine Berechtigung. Man behielt ihn auch in der Zeit, als mit der Vermehrung der Wehrmacht nach 1933 die aktive Nachrichtengewinnung an Bedeutung gewann und aus der Abteilung schließlich die Auslandsabwehr unter Admiral Wilhelm Canaris entstand. Die deutsche Abwehr hat im Zweiten Weltkrieg, den Deutschland ja an zig Fronten führte, versucht, überall befriedigende Antworten zu geben. Dass dies nahezu unmöglich war, liegt auf der Hand. Man braucht nur auf die Zahl und die Unterschiedlichkeiten der Kriegsschauplätze zu sehen. Denn man muss sich ja nur einmal verdeutlichen, wo überall deutsche Soldaten im Einsatz standen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Alles in Grün hat gegen das Deutsche Reich und seine Alliierten in Blau gekämpft. Wobei das teilweise ausgesprochen unsichere Kantonisten waren, die während des fortlaufenden Krieges sogar Deutschland den Krieg erklärt hatten. Hier zum besseren Verständnis die Liste der Kriegsschauplätze. Luftfront Ost und West, Seefront über Wasser und Luft, Seefront unter Wasser, Ostfront, Westfront, Balkan, Italien, Afrika, Norwegen, Kommandounternehmen, schließlich die Abwehr nach innen. Trotzdem hat die deutsche militärische Abwehr bis zu ihrem Ende 1944 dort, wo es darauf ankam, gut gearbeitet. General von Manstein hat es in seinen Erinnerungen bestätigt, als er sich zum Beispiel über die Einkesselung der deutsch-rumänisch-italienischen Verbände in und um Stalingrad Ende 1942, Anfang 1943 äußerte. Die Zahlenangaben über die feindlichen Verbände beruhten auf der Summe aller Aufklärungsergebnisse. Diese haben sich fast immer und auch hier als zutreffend und nicht, wie Hitler stets behauptete, als übertrieben herausgestellt. Diese Aussage drückt eine der größten Schwierigkeiten aus, die sich für den deutschen militärischen Nachrichtendienst im Zweiten Weltkrieg, im Video zukünftig die Abwehr genannt, im Verlaufe des Krieges in steigendem Maße ergeben hatte, dass nämlich die oberste Führung, sprich Adolf Hitler, nicht bereit war, die erarbeiteten, zutreffenden Erkundungsergebnisse zu glauben und in die militärischen Planungen einfließen zu lassen. Das lag zum Teil an seiner Natur, denn er war ja kein Erkenntnis-, sondern ein Willensmensch, wie man die nennt, die sich vorwiegend durch ihren Willen leiten lassen. Häufig hat er dazu geneigt, Entschlüsse zu fassen, die nicht auf der nüchternen Prüfung der vorliegenden Erkundungsergebnisse basierten, sondern wie er die Lage sehen wollte und wie sie in seine Absichten passten. Auch berauschte er sich immer wieder an den Berichten der Propagandakompanien und den mündlichen Erzählungen von Ritterkreuzträgern, die allerdings fast immer an der Realität der Front vorbeigingen. Die Abwehr wurde von Anfang an dezentralisiert aufgebaut, sprich bei den 7 Wehrkreiskommandos, später kamen noch 2 weitere im angeschlossenen Österreich dazu, waren Abwehrstellen eingerichtet worden.
Diesen Abwehrstellen wurden Aufgabenbereiche zugewiesen, je nach ihrer geografischen Lage und ihrer Eignung für bestimmte Gebiete. So arbeiteten Königsberg und Breslau vorzugsweise nach dem Osten, Kassel, Wiesbaden, Stuttgart und Münster nach dem Westen, Hamburg nach England und Übersee, München und Wien nach dem Balkan, Nürnberg und Dresden gegen die Tschechoslowakei und Polen. Die Zentrale war im Gebäude des Oberkommandos der Wehrmacht in Berlin am Tirpitzufer 75 bis 76 im sogenannten Bendlerblock untergebracht. Die Abwehrstellen waren entsprechend den Wehrmachtteilen Heer, Marine und Luftwaffe nach Sondergebieten gegliedert und wurden damit auch gesondert bearbeitet. Darüber hinaus bestanden Abteilungen für technische Aufgaben wie Geheimschriften, Vor- und Entschlüsselung und Funkwesen. Während des Krieges wurden besondere Organisationen für Erkundung und Abwehr bei den Kriegsgefangenen geschaffen. Das dezentralisierte System, das sich im Frieden bewährt hatte, insbesondere auch in den Spannungszeiten der Rheinlandbesetzung, der Sudetenkrise und der Besetzung Österreichs, wurde später sinngemäß auf die im Krieg besetzten Gebiete ausgedehnt. Wie sah nun das konkret aus, was landläufig als Spionage bezeichnet wird? Gegenüber Polen zum Beispiel arbeitete die Abwehr vor Kriegsausbruch in hohem Maße mit der sogenannten Naherkundung, während nach dem Westen, mit dem keine so ausgedehnte unmittelbare Grenze bestand, mit Fernerkundung gearbeitet werden musste. Es leuchtet ein, dass damals die Aufklärungsergebnisse in einer Zeit ohne die uns heute bekannten Übertragungsmöglichkeiten eine sorgfältige Vorbereitung der Übermittlung erforderten, zum Beispiel durch die Post, über neutrale Länder, durch Kuriere oder durch verschlüsselten Funk. Was die Aufklärungsergebnisse bei Beginn des Polenfeldzuges im September 1939 betraf, waren sowohl die Gliederungen der polnischen Armee als auch ihr Aufmarschplan gegen Deutschland praktisch in vollem Umfang aufgeklärt worden, ebenso wie alle anderen wesentlichen militärischen und militärisch-geografischen Tatsachen. Aus politischen Gründen hatte Hitler zunächst die Nachrichtenarbeit gegen bestimmte Länder nicht gestattet, zum Teil auch, weil man gewisse neutrale Länder wie Holland und Belgien aussparte. Es erschien ihm richtiger, sie nicht bezüglich ihrer eigenen Streitkräfte zu erkunden, sondern sie stattdessen als Gastländer für die Nachrichtenwege zu benutzen. Zu diesen Ländern gehörte zum Beispiel auch Dänemark. Als dann Anfang 1940 die Pläne für einen Feldzug gegen Dänemark und Norwegen in Angriff genommen wurden, der dann ab dem 9. April unter dem Namen Unternehmen Weserübung ablief, musste die Erkundung über die dänischen Streitkräfte in kürzester Zeit erledigt werden. Das gelang derart problemlos, ohne dass es der dänische oder ein alliierter Nachrichtendienst bemerkt hätte, dass der Einmarsch in Dänemark mehr oder weniger reibungslos verlief. Auch in Norwegen funktionierte der aus der Improvisation geborene Nachrichtendienst. Während die deutschen Flugzeuge in Oslo landeten, lag im Hafen ein deutsches Handelsschiff, von dem Nachrichtendienstmitarbeiter mit ihren Spezialfunkgeräten jede Phase der Entwicklung während der Kämpfe um Oslo meldeten. Es kann also festgestellt werden, dass die Organisation des deutschen Nachrichtendienstes unter Admiral Canaris zweckmäßig war und den Anforderungen des modernen Krieges entsprach. Das bezog sich auf alle drei Teilstreitkräfte. So hatten die Feldzüge in Dänemark und Norwegen bewiesen, dass die dezentralisierte Organisation richtig war. Allerdings war diese Dezentralisation ein Wagnis und verlangte ein großes Vertrauen in die Selbstständigkeit ihrer Führung. Dass dieses Prinzip sich auch weiter bewähren sollte, zeigte sich ab Mai 1940 im Frankreich-Feldzug, in dem auch die Niederlande und Belgien involviert waren. Hier konnte die Abwehr der Führung genaue Erkundungsergebnisse über die französischen Truppengliederungen und größtenteils auch über die Befestigungen vorlegen. Zusätzlich wurden in diesem Feldzug auch die der Abwehrabteilung II unterstellten sogenannten ZBV-Truppen,
zur besonderen Verwendung Truppen eingesetzt, wie das Lehrbataillon Brandenburg, ZBV 800. Die Brandenburger, wie hier Oberleutnant Wilhelm Walter, hatten rechtzeitig kriegswichtige Brücken in Belgien und wie hier die Maasbrücke in Holland einnehmen können und damit auch die vom Gegner vorbereiteten Sprengungen verhindert, was dann den beschleunigten Vormarsch der Heeresverbände ermöglicht hatte. Die Abwehr war aber auch auf einem anderen Gebiet aktiv. Schon Monate vor Beginn des Frankreich-Feldzuges hatte die Abteilung 2 zusammen mit der Abteilung für Wehrmachtpropaganda an der Demoralisierung der französischen Truppen mitgewirkt. Dabei wurden unter anderem Propaganda-Lautsprechersendungen eingesetzt, aber auch Flugblätter abgeworfen oder verschossen, wie dieses während des Vormarsches im Mai 1940. Allerdings kam der Propagandaabteilung der Wehrmacht dabei immer wieder die von Joseph Goebbels geleitete Propaganda ins Gehege. Hier sehen wir ihn im Gespräch mit den Chefs der 3 Wehrmachtteile. Denn während die Wehrmacht in ihren Aufrufen auf die Sinnlosigkeit eines Krieges zwischen Europäern immer das Niveau hielt, setzten Goebbels Propagandisten auf den gröberen Klotz. Mit den sogenannten Rotrandgeschossen ließ sie zum Beispiel tonnenweise eindeutige Bilder über den französischen Stellungen abwerfen. Diese Bildchen sahen von außen ja zunächst harmlos aus, aber wenn der Pourlu sie gegen das Licht hielt, wurde er mit der Frage konfrontiert: Wo ist der Engländer? Ruht er sich aus? Aber was das Ausruhen betraf, zeigt das Video nur die harmlose Version der Bilder. Auch bei den Kriegshandlungen auf dem Balkan 1941 konnte die Truppe die Früchte der Erkundungstätigkeit der deutschen Abwehrstellen ernten, die dort tätig gewesen waren, die aber auch in vorsichtiger und sorgfältig gepflegter Zusammenarbeit mit dem ungarischen, bulgarischen und zum Teil auch dem rumänischen Nachrichtendienst zustande gekommen waren. Dagegen bildete die riesige Sowjetunion bereits in Friedenszeiten ein besonders schwieriges Problem. Schon die Entsendung von Agenten von Deutschland aus war nur in ganz seltenen Fällen möglich gewesen, da die Überwachung der russischen Bevölkerung durch den NKWD in Dörfern und Städten und auf den Verkehrsmitteln dichter war als in irgendeinem anderen europäischen Land. Da hatten es die unmittelbar angrenzenden Länder wie Finnland, Estland und Lettland schon leichter, da in den Grenzgebieten die verschiedenen Schattierungen von Nationen einen Verkehr hinüber und herüber erleichterten. Mit dem deutschen Angriff am 1. September 1939 auf Polen vom Westen, der anschließenden sowjetischen Invasion am 17. September von Osten und der folgenden Aufteilung dieses Landes, bei der sich übrigens auch Litauen und die Slowakei beteiligt hatten, wurden Deutschland und die Sowjetunion direkte Nachbarn. In der Zeitspanne vom Ende der Invasion Polens bis zum Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges am 22. Juni 1941 gelang es der Abwehr, ein mehrheitlich zutreffendes Bild von der Dislokation, der Gliederung und Bewaffnung der sowjetischen Armee zu gewinnen. Allerdings waren in den direkten Wochen vor dem 22. Juni erhebliche sowjetische Verstärkungen eingetroffen, von denen alle, auch die Abwehr, überrascht wurden. Im Zuge des Krieges wurde auch eine weitere Entwicklung sichtbar, nämlich der Aufbau von einer Reihe von Dienststellen, die glaubten, die vorhandenen militärischen Organisationen entbehren zu können und dafür ihrerseits militärischen Nachrichtendienst zu betreiben. Dazu muss man wissen, dass es einen politischen Nachrichtendienst in dem Sinne, wie er im Ausland entwickelt worden war, in Deutschland vor 1933 nicht gegeben hatte. So war zum Beispiel der britische Intelligence Service dem Auswärtigen Amt angegliedert, da in dem damals weit gegliederten britischen Kolonialreich ein politischer Nachrichtendienst unentbehrlich war, um zum Beispiel die staatlichen Einrichtungen der weißen Minderheiten gegen unvorhergesehene politische Bewegungen zu schützen. Sieht man in die frühe Geschichte, finden wir ähnlich geartete politische Nachrichtendienste bereits in China, Ägypten, Griechenland und im Römischen Reich.
Hier der Grabstein in Köln eines dieser Frumentarii genannten Mitglieder. Ihre Tätigkeit reichte von Spitzeldiensten bis hin zur Ausführung von Mordaufträgen. Diese Dienste haben sich dann unter den Byzantinern fortgesetzt und sind später von den Türken im Osmanischen Reich übernommen worden. Auch Österreich-Ungarn hatte angesichts der verschiedenen Nationalitäten des Habsburger Reiches einen so gearteten Nachrichtendienst betrieben. Dagegen hatten den staatlichen Organen Preußens und den anderen deutschen Ländern eine allgemeine polizeiliche Unterrichtung genügt. Das Dritte Reich dagegen meinte, eine, Zitat, Absicherung gegen Staatsfeinde einrichten zu müssen. Die Konsequenz war, dass die Überwachungsdienste wie Pilze aus dem Boden schossen. So war bereits kurz nach der Machtübernahme unter der Leitung des NS-Ideologen Alfred Rosenberg das Außenpolitische Amt der NSDAP etabliert worden. Zunächst mit Sitz im Nobelhotel Adlon, später in der Margaretenstraße 18 in Berlin-Lichtenberg. Die Aufklärung nach innen wurde dem Geheimen Staatspolizeiamt, kurz Gestapo, übertragen. Es war von Hermann Göring in seiner Funktion als preußischer Innenminister eingerichtet worden, war aber bereits am 20. April 1934, hier das Bild, auf den Reichsführer SS Heinrich Himmler übergegangen. Der ernannte den späteren Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich zum Leiter der Gestapo, ab 1936 Geheime Staatspolizei Gestapo. Da beide glaubten, auch einen Sicherheitsdienst im Ausland besitzen zu müssen, entwickelte sich daraus die Tätigkeit des SDs im Auslande, die anfangs zwar einen mehr polizeilichen Überwachungscharakter hatten, allmählich aber zu einem politischen Nachrichtendienst von beträchtlichem Umfang ausgeweitet worden war. Damit aber hatten Himmler und Heydrich in die Kompetenzen des Auswärtigen Amtes unter Joachim von Ribbentrop eingegriffen. Prompt fühlte sich der bemüßigt, jetzt auch im Rahmen des Auswärtigen Amtes einen Nachrichtendienst zu organisieren, das Außenpolitische Amt für Sonderfragen der NSDAP. Dieses Amt konnte allerdings nie wirklich eine Bedeutung erlangen. Dafür fehlte es auch bedingt durch die Ausbildung und der Tradition des Auswärtigen Amtes das volle Verständnis für nachrichtendienstliche Informationen, wie es zum Beispiel der britische und auch der japanische Auswärtige Dienst immer gehabt hatte. Jedenfalls hatte diese parallele Entwicklung des Nachrichtendienstes im Inneren und im Ausland ihre Rückwirkungen auch auf den militärischen Nachrichtendienst, sprich Abwehr. Denn die Organe der Gestapo und SS entwickelten jetzt einen immer stärkeren Ehrgeiz, nun auch auf militärischem Gebiet zu erkunden und ihre vermeintlichen Erkenntnisse nun auch regelmäßig an die Reichsführung zu übermitteln. Da sie allerdings keine klassische nachrichtendienstliche Schulung besaßen, führte das zu einer immer stärkeren Störung zwischen Admiral Canaris als Leiter der Abwehr und dem in Abteilung 3 innerhalb der Gestapo für die sogenannte Abwehrpolizei Verantwortlichen, dem SS-Standartenführer Werner Best. Zwar waren zwischen Heydrich und Canaris die sogenannten 10 Gebote vereinbart worden, welche die Verantwortlichkeiten regeln sollten und auch festgelegt hatten, dass die militärische Erkundung allein Sache der Abwehr bleiben sollte. Aber es ergaben sich sowohl mit dem SD als auch mit dem Auswärtigen Amt immer stärkere Überschneidungen auf dem militärpolitischen Gebiet, die, wenn sie vernünftig und nicht im Konkurrenzgedanken gehandhabt worden wären, sehr wohl zur Ergänzung der Abwehrmeldungen hätten führen können. Aber es gab auch innerhalb der Wehrmacht eine konkurrierende Nachrichtenquelle von erheblicher Bedeutung. Sie war innerhalb der Luftwaffe von Hermann Göring entwickelt worden und trug den Namen Forschungsamt, kurz FA. Diese Stelle besorgte das Abhören des deutschen Telefonnetzes, feindlicher Funkdienste und die Dechiffrierung der aufgefangenen Funksprüche. Weitere Quellen waren die Berichterstattung der deutschen Militärattachés, hier 1942 bei einer Parade der türkischen Armee, und der Austausch von Nachrichten mit befreundeten Nachrichtendiensten.
Für diese Arbeit stand die besonders geschulte Gruppe Ausland des Amtes Auslandabwehr zur Verfügung. Sie war seit 1935 aufgebaut und geschult durch den Kapitän zur See und späteren Admiral Canaris und war den konkurrierenden Diensten an Ausdehnung und gründlicher Schulung so überlegen, dass die Unentbehrlichkeit des Admiral Canaris lange Zeit hindurch respektiert wurde. Allerdings hatten Himmler, Bildmitte und Heydrich, zwei davon rechts, aus unterschiedlicher Motivation lange nach Gründen gesucht, um erstens Canaris zu entfernen und zweitens dann den gesamten Nachrichtendienst durch das Reichssicherheitshauptamt zu übernehmen. Anfang 1944 konnten sie Hitler dazu bewegen, Canaris zu entlassen. Ab dann ließ Himmler den jetzt ihm unterstehenden militärischen Nachrichtendienst im Wesentlichen durch den SS-Oberführer Schellenberg wahrnehmen, der die bestehende Organisation zunächst unangetastet ließ. Die Auswertung des beschafften Nachrichtenmaterials war innerhalb der Wehrmacht so organisiert, dass das erarbeitete Material den zuständigen Abteilungen des Generalstabs, Fremde Heere Ost und Fremde Heere West und den entsprechenden Stellen der Marine und der Luftwaffe zugeleitet wurde. Dort lag dann die Entscheidung, wie die Nachrichten zu werten und welches Gewicht ihnen bei militärischen Entschlüssen beizumessen wären. Wie gehört, hatte dieses System ja in Friedenszeiten und in den ersten Jahren des Krieges befriedigend gearbeitet, da die Abteilungschefs im Amt Auslandabwehr Generalstabsoffiziere waren, denen geläufig war, worauf es militärisch bei der Ansetzung der Erkundung und bei der Verwertung der Nachrichten ankam. Im Bild die Schulterstücke eines Obersten im Generalstab. Wie es sich allerdings im Laufe des Krieges zeigen sollte, war das System nicht ohne Schwächen. Denn immer stärker wurde die sich enorm vergrößerte nachrichtendienstliche Tätigkeit von vielen Truppenoffizieren und manchen Generalstabsoffizieren nicht richtig eingeschätzt. Denn wenn auch die Generalstabsoffiziere, die in der Abwehr arbeiteten, eine generalstabsmäßige Schulung hatten, so hatten wenige Generalstabsoffiziere, die im Generalstab arbeiteten, eine geheimdienstliche Schulung. Das lag auch an der während des Krieges immer stärkeren Verjüngung des Generalstabs. Damit geriet die Auswertung in die Hände von Offizieren, die keine oder viel zu wenig Erfahrung allgemeiner Art und insbesondere nachrichtendienstlicher Art hatten, sowie übrigens auch viel zu wenig Fantasie, um das anfallende Nachrichtenmaterial auswerten und richtig deuten zu können. Um nämlich den Wahrheitsgehalt und die Bedeutung einer Nachricht abschätzen zu können, ist Kenntnis der ausländischen Verhältnisse und Kombinationsgabe notwendig. Welche Entschlüsse der gegnerische Armeeführer voraussichtlich beabsichtigt und nach Lage seiner militärischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten wahrscheinlich auch treffen wird. Das Fehlen dieser Voraussetzungen, nicht nur in den Instanzen des Generalstabes, sondern bis zur höchsten Stelle der Wehrmachtsführung, führte dann immer häufiger zu verhängnisvollen Fehlschlüssen, zum Beispiel über die Planungen und das Potenzial der Vereinigten Staaten von Amerika. So wurde den Meldungen der Abwehr über die beabsichtigte angloamerikanische Landung in Nordafrika am 8. November 1942 kein Glauben geschenkt, als dann die mit 350 Schiffen durchgeführte Operation Torch angelaufen war, war das auch der Anfang des Endes der deutschen Afrikatruppen. Am 11. Mai 1943 mussten sich die 252.000 deutschen und italienischen Soldaten der Alliierten Übermacht ergeben. Allerdings waren schon während des Krieges Erwägungen angestellt worden, Nachrichtenbeschaffung und Auswertung besser aufeinander abzustimmen. Dabei war es ja zweifellos richtig gewesen, die Nachrichtenbeschaffung nicht den einzelnen Teilstreitkräften zu überlassen, sondern sie beim Oberkommando der Wehrmacht zu konzentrieren, um Erkenntnisse sofort für den Gesamtbereich der Nachrichtengewinnung sichtbar zu machen. Aber die unmotivierte Weitergabe der einlaufenden Nachrichten an Kommandobehörden, die der Nachrichtenbeschaffung fernstanden,
konnte nur so lange befriedigende Ergebnisse erzielen, als die betreffenden Generalstabsoffiziere in der Abwehr aufeinander abgestimmt waren, wie es in Friedenszeiten und den ersten Kriegsjahren ja der Fall war. Sobald aber häufiger Personalwechsel eintrat, wurde dieses fein abgestimmte Instrument verstimmt. Es wäre daher wohl sinnvoller gewesen, einen Generalstab für alle drei Wehrmachtteile zu haben, als drei unterschiedliche Oberkommandos für das Heer, die Luftwaffe und die Marine. Und die seit 1938 zuständigen Abteilungen Fremde Heere Ost unter Oberst, später Generalmajor Reinhard Gehlen und Fremde Heere West bis Juli 1944 unter der Führung von Oberst EG Alexis Freier von Rönne, die ja innerhalb des Generalstabs des Heeres waren, hätte in das Oberkommando der Wehrmacht gehört und integriert in den Nachrichtendienst. Aber nicht nur die Organisationsform war das Entscheidende gewesen, sondern die Persönlichkeit ihres Leiters. Dass der deutsche Nachrichtendienst, der ja im Versailler Vertrag verboten war und bis 1933 mit kleinem Etat und wenig Personal, ganzen 150 Menschen, bis zum Kriegsausbruch so viel aufholen konnte, wie es der Fall gewesen ist, war auf die ungewöhnliche Persönlichkeit des Admiral Wilhelm Canaris zurückzuführen. Er hatte den sechsten Sinn für die Informationen, sein Ideenreichtum bei der Durchführung neuer Aufgaben war ebenso bemerkenswert wie seine Entschlusskraft, sie in die Tat umzusetzen. Es hatte sich ja schon im Frieden während der Krisen, die den Kriegsausbruch am 1. September 1939 vorangegangen waren, gezeigt, dass es bei der Bedeutung des Wirtschaftskrieges notwendig sein werden würde, die hinter der feindlichen Front im Angriffsraum liegenden Objekte möglichst frühzeitig in die Hand zu bekommen und vor Zerstörung zu schützen, um auf diese Weise das Wirtschaftspotenzial im besetzten Gebiet zu erhalten und zu nutzen. So waren auf diese Weise im Polenfeldzug die Industrieanlagen im polnischen Teil von Oberschlesien gesichert worden. Hier die Bismarckhütte im gleichnamigen Ort, der nach der Teilung Oberschlesiens trotz des Wunsches von 65% seiner Bewohner vom Deutschen Reich abgetrennt worden war und dann ab 1922 Korczo-Batory hieß. Im weiteren Verlauf des Krieges wurden auch die rumänischen Ölfelder gesichert, wie hier bei Plyosti, während die rechtzeitige Sicherung der kaukasischen Ölquellen im deutsch-sowjetischen Krieg gescheitert war. Für diese Zwecke war zunächst das Baulehrbataillon ZBV 800 Brandenburg aufgestellt worden, das dann in das Regiment Brandenburg erweitert wurde und später in die Division. Waren aber Brandenburg-Einsätze von Abwehr 2 geplant und verantwortet, so stand die Division Brandenburg dem Nachrichtendienst ziemlich fern, so wie es im Verlaufe des Krieges auch zu einer immer stärkeren Entfremdung von Abwehr 2 zu den Brandenburgern gekommen ist. Es ist also zu hinterfragen, ob eine so enge Bindung zwischen der Abwehr und Kommandosoldaten zweckmäßig war. Antworten zu den dauernden Friktionen zwischen Abwehr und Brandenburg gibt mein Video zum Unternehmen Schamil oder mein gleichnamiges Buch dazu. Als sich Deutschland später mit Millionen von Kriegsgefangenen und sogenannten Fremdarbeitern füllte, die in der Landwirtschaft, vor allem aber wie hier die Französin bei Siemens 1943 in Berlin, in der Rüstungsindustrie zur Erhöhung des Wirtschafts- und Rüstungsproduktion eingesetzt wurden, stieg die Bedeutung der Abwehr in Deutschland und damit auch die Zahl der mit Abwehraufgaben betrauten Personen. Allerdings war ein großer Teil der von diesem Personenkreis durchgeführten Aufgaben weniger militärischer als polizeilicher Natur. Konsequenterweise wäre es notwendig geworden, diese mehr oder weniger polizeiliche Aufgabe der allgemeinen Polizei oder einer besonders für diesen Zweck geschaffenen Organisation zuzuweisen. Jedenfalls war es die Umkehrung einer sinnvollen Gliederung, als am 1. Mai 1944 nach der Entlassung des Admiral Canaris die militärische Erkundung
als militärisches Amt, MIL-Amt, in das Reichssicherheitshauptamt eingegliedert wurde und die klassische militärische Abwehr damit ihr Ende als selbstständiger Organismus innerhalb der Wehrmachtsführung fand.